jetzt kommen wir. Und dann ging es weiter in den Iran. Mhm. Ein Land, welches ich vorher noch nie besucht hatte und so völlig anders war, so völlig anders war als das, was ich bisher erlebt habe oder was ich gehört habe. Mhm. Auf der einen Seite sprechen wir im Iran von einer Theokratie. Das heißt, das Primat im Iran ist die Religion. Mhm. Oberflächlich ist die Religion. Und im Iran gibt es verschiedenste Völker, die unter dem Begriff Iran leben und auch anerkannt sind, wie zum Beispiel Assyrer. Mhm. Auch dort sind auch sie dort anerkannt. Sie sind ethnisch anerkannt. Ja. Sie sind im Gesetzeskodex verankert als mhm. Ethnie. Mhm. Aramäer, Entschuldigung, Armenier, nicht Aramäer. Also der Begriff Aramäer ist dort nur im sprachlichen Raum bekannt. Das ist die aramäische Sprache. Genau, in der Theologie. Mhm. Armenier, mhm. Zarustraner, Juden. Das heißt, Turkmenen, Kurden. Die Assyrer sind eine der Ethnien, die gesetzlich auch Rechte haben. Sie bilden dort zum Beispiel auch, sie haben das Recht, auch einen Vertreter ins Parlament zu entsenden, was de facto der Fall ist. Mit dem wurde doch ein Interview gemacht, ne? Genau, mit Jonathan Beth-Cholia. Genau, ja. Und Jonathan Beth-Cholia ist der Vorsitzende der Assyrischen Vereinigung im Iran. Und wir hatten tolle Gespräche dort mit ihnen, aber was wir wollten auch wissen, wie verhält sich die Situation im Iran mit den Assyrern, mit den Christen? Wie ist das Zusammenleben? Ist der Iran wirklich eine Diktatur? Unterdrückt er die Menschen? Wie ist die Gesamtsituation? Um es hinzufügen, der Iran war auch meine schwierigste Etappe, diplomatischer Natur, weil es hat Monate gedauert, bis ich die Erlaubnis bekommen hatte. Einzureisen, als Journalist. Und vorher mussten wir uns mit dem Kultusminister abstimmen. Und in einem Gespräch erinnere ich mich besonders gerne, das Kultusministerium sagte zu mir, Sie sind Journalist. Mhm. Wir erwarten eine Sache von Ihnen. Wir haben bestimmte Bedingungen, die müssen Sie sich halten, aber berichten Sie ehrlich. Mhm. Sie müssen ehrlich berichten. Ansonsten haben Sie freie Hand. Mhm. Okay, willst du mir das sagen? Ich muss hinzufügen, wir haben im Iran dann eine Unterstützung genossen, die ich so nicht erwartet hätte. Also wir hatten tatsächlich freie Hand. Anfangs wurden wir begleitet von Freunden, auch von einem Politiker aus Bayern. Und der erste Vorsitzende des Transatlantischen Christen, Mike Malke, war ebenfalls die ersten Tage mit dabei. Und wir besuchten zunächst einmal Institutionen, religiöse Institutionen, Museen. Es gab dort eine Universität, die Schriften bewahrte, uralte Schriften. Assyrische Schriften, aramäische Schriften, persische Schriften, vorislamischer Zeit. Das heißt, die Iraner haben einen immensen Respekt vor der Kunst, vor der Vielfalt, vor der Schönheit. Mhm. Also was völlig anderes als zum Beispiel der IS. Mhm. Also Kunst wird im Iran, unabhängig davon, von wem die Kunst kommt, sehr wertgeschätzt. Die Geschichte. Und die Iraner sehen sich selber als die Nachfahren vieler Völker. Mhm. Sie sagen, die Assyrer sind Teil von uns, die Perser sind Teil von uns, die Zarostraner sind Teil von uns und wir alle leben hier zusammen. Als ein iranisches Volk. In Teheran hatten wir auch das Gespräch mit der Universität für den interreligiösen Dialog. Und was interessant war, ist die Tatsache, also wenn man auf deren Webseite geht, man auf der Webseite die Logos aller Religionen sieht. Und nicht nur Christentum, Judentum und Islam, sondern auch Shintoisten, Taoisten, Buddhisten. Mhm. Das ist interessant. Das heißt, im Iran selber. Also sehr offenes Denken. Sehr offenes Denken. Gegenüber anderen Religionen auch und so. Also das gegenüber Religionen, anderen ist man sehr offen. Mhm. So man sucht sogar den Diskurs, die Sprache, die Gemeinsamkeiten, vor allem in der Kunst. Letztendlich kann ja nur so ein Land hochblühen. Genau. Mit allen Konfessionen, mit allen Religionen. Und das ist sicherlich auch die Erklärung, warum die Assyrer zum Beispiel im Iran durchaus besondere Rechte genießen, die sie in anderen sunnitisch geprägten Staaten nicht hätten. Mhm. So, die assyrische Community, die hauptsächlich in Teheran und in Urmia angesiedelt ist, sie haben zum Beispiel ihr kodifiziertes Recht, das Eherecht innerhalb der Communities auszuüben. Mhm.
Das heißt, es gibt das Strafrecht und es gibt das Eherecht. Interessanterweise ist für das Eherecht die Gemeinde zuständig, das heißt der Priester. Deswegen sagte ich, das Primat im Iran ist die Religion. Also der Priester regelt zum Beispiel das Eherecht, während das Strafrecht innerhalb der Gesetzgebung geregelt wird. Okay, ganz anders als hier. Ganz anders als hier. Das gleiche gilt auch für die jüdischen Communities und für die Zarostraner. In Urmia selber, im Norden des Irans, eine uralte Region, kommt aus dem aramäischen Ur, die Stadt Mia, Wasser. Die Stadt am Wasser. Sie liegt nämlich am Urmia-See. Die Urmia ist das Zentrum der assyrisch-apostolischen Kirche und vor allem das Zentrum der assyrischen Nationalbewegung. Den wenigstens bewusst. Das heißt, wie viele Menschen wohnen denn jetzt im Iran? Also Assyrische von unserem Volk? Soweit ich weiß, ca. 30.000 noch. Es waren früher mal viel, viel mehr. Viele sind ausgewandert, aber aus wirtschaftlichen Gründen. Die, die geblieben sind, haben noch ihre Kernregion in Urmia, in dieser Stadt, die ihren Namen immer noch aus dem Syrischen hat, also Ur, Mia. Und um Urmia herum gibt es wunderschöne alte Kirchen. Also wir hatten dort das Gespräch mit einem Geistlichen, Abuna Eliosch. Der hat uns dort durch die Kirchen geführt. Auf einer Karte hat er uns all die Gegenden gezeigt. Wir hatten gar nicht die Zeit, alle Kirchen zu besuchen. Aber das Interessante ist, dort gibt es auch die assyrisch-apostolische Kirche, die assyrisch-evangelische Kirche, die assyrisch-katholische Kirche, die anglikanische Kirche. Das heißt, die Kolonialmächte, die Briten, die Franzosen, auch die Amerikaner haben irgendwann dort gewütet, sind verschiedenste Kirchen entstanden. Und um Urmia herum kann man all diese Kirchen besuchen. Also teilweise wunderschöne Kirchen, die wirklich alt sind, aber die vom iranischen Staat gepflegt werden. Aber es gibt einfach nicht mehr so viele Einwohner, die dann in die Gemeinden gehen, in die Kirchen. Deswegen findet das theologische Leben in Urmia statt und in Teheran. Was auch wunderschön war im Iran, war zum Beispiel die Stadt Isfahan. So, ich hatte in meinem Leben noch nie so etwas gesehen. In Isfahan gibt es zum Beispiel eine armenische Kirche. Und diese armenische Kirche wurde mit Unterstützung von Schiiten aufgebaut. Das heißt, es waren schiitische Architekten, die die Kuppel erbaut haben. Die Mosaike kamen von Isfahaner Künstlern und die Gemälde kamen von Holländern. Also muss ich mir vorstellen, du gehst in eine Kirche und da findest du schiitische Einflüsse, Isfahaner Einflüsse und das alles in einem Gotteshaus. Und dann gehst du nach Isfahan, zu den Maidan, wo eine wunderschöne Moschee ist. Und dann gehst du in die Moschee und dann siehst du da zarostranische Einflüsse. Und fragst du, was machen eigentlich zarostranische Einflüsse in einer Moschee? Dann sagt dir der Touristenführer, warum, das gehört auch zu uns. Also, das Schiitentum im Iran ist was völlig anderes als das Sunnitentum oder vor allem der extremistische Islam des aller IS. Das sind völlig unterschiedliche Welten. Wahnsinn, beide sind muslimische Länder. Ja und nein. Also, ach, verrückt. Also für Daesh, für IS sind die Iraner sind die schlimmsten von allen. Aber im Iran, das Schiitentum ist eher vernunftgeprägt. Und dort hatte ich auch die Möglichkeit, nach Homm zu gehen. Ich wurde nach Homm eingeladen. Und dort hatte ich die Möglichkeit, mich mit einem schiitischen Scheich zu unterhalten, also einem Geistlichen, der 2 Wochen lang in einem Kloster in Bayern war. Der war 2 Wochen lang im Kloster. Ich sagte, warum warst du in einem Kloster in Bayern? Ich wollte einfach mal die Katholiken kennenlernen. Und deswegen habe ich 2 Wochen lang dort verbracht. Und mit ihm habe ich mich über Menschenrechte unterhalten, über die Entwicklung des Schiitentums im Iran, über das Zusammenleben zwischen Christen, Juden, Zarostranern. Es war ein hochinteressantes Gespräch und hat mir ein Bild vom Iran gezeigt, welches ich so nicht kannte. Ich kannte ja nur das Bild aus den Medien, aber ich wollte mir selber ein Bild davon machen. Also sehr, sehr weit fortgeschritten noch. Sehr weit fortgeschritten. Aber man muss ja auch hinzufügen, der Iran hat eine jahrtausendealte Geschichte. Wir sind so stolz auf diese Geschichte. Babylonier, Assyrer, Perser, Griechen, Römer. Alles vermischt. Untereinander. Alles vermischt. Und leben in Frieden. Und sie leben in Frieden. Und wenn du heute einen Iraner fragst, was bist du? Und sagt er, meine Vorfahren waren mal Zarostraner, dann Juden, dann Christen, dann jenes. Das ist ein Mischmasch. Gar keine Unterschiede. Das ist ein Mischmasch. Ja. Und wenn du unter die Oberfläche gehst, dann stellst du fest, jeder hat irgendetwas von irgendjemandem. Und interessanterweise kannst du auch in Teheran mit jungen Menschen
senden sie philosophieren über Kunst, über Dichter, über Hegel, Thomas Mann, also Augustinus. Also die Menschen dort sind sehr, sehr gebildet. Und die Frauen sind auch sehr gebildet. Es gab natürlich auch Gegebenheiten, die ich im Iran kritisierte. Für mich persönlich, ich habe auch meinen Anspruch gesagt, es gibt auch Punkte, die ich kritisiere. Sagen sie, ja, was hast du zu kritisieren? Sage ich, es ist ein tolles Land, alles wirklich wunderschön und anders, als ich erwartet habe. Aber ich sage, die Kleiderordnung, ihr zwingt Frauen, sich so anzuziehen, wie ihr das denkt. Und die Konversion. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein Schiit in eine Kirche geht, dann ist es schwierig für ihn. Dann kann ich einfach den Glauben wechseln, so wie ich verstanden habe. Das eine sagt man mir, das ist ein kulturelles Thema, das musst du verstehen. Bitte betrachte das nicht immer aus der westlichen Brille, sondern versuche es aus unserer Perspektive zu betrachten, dass wir eine Kleiderordnung haben. Aber es verändert sich auch im Iran. Also das Kopftuch rutscht immer weiter nach hinten. Das andere ist eine religiöse Thematik, die, glaube ich, durchaus einem Veränderungsprozess unterliegt, aber problematisch. Das heißt, wenn jetzt im Iran ein Schiite Christ werden möchte, dann ist das schwierig. Also die können nicht konvertieren? Sie können meines Wissens nach nicht einfach so konvertieren. Aha. Das meines Wissens nach. Wobei es im Iran scheinbar durchaus auch Konvertiten gibt, aber damit habe ich mich nicht beschäftigt. Weil das war auch etwas, wo ich eher Distanz gehalten habe. Das war auch Teil unserer Vereinbarung. Aber im Großen und Ganzen kann ich sagen, dass der Iran, was das Zusammenleben mit Assyrern angeht, Armenier und so weiter, eine recht liberale Sichtweise hat. Und er überlässt ihnen auch sehr viel innerhalb des Rechtskorpus. Das heißt, die assyrischen Gemeinden, die dort leben, haben das Recht, innerhalb ihrer eigenen Communities zu leben, wie sie wollen. Partys machen, Veranstaltungen, Hochzeiten. Ich hätte niemals gedacht, dass ich dort Veranstaltungen erlebe, die so locker sind. Wo die Frauen ganz normal gekleidet sind, freizügig, sie tanzen, lachen. So. Für mich war der Iran somit eigentlich einer der Länder, der sehr offen ist, im Gegensatz zum Irak, Syrien. Also interessanterweise, ja, Syrien ist ja auch ein offenes Land. Das kann man nicht sagen, dass das Land nicht offen ist. Ja, aber wenn ist ich jetzt ein Unterschied. Das kann ich jetzt so direkt nicht sagen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel das mit Saudi-Arabien vergleichen würde, ja, okay, sage ich, das sind Welten dazwischen. Also, dass ein Land von sich aus eine eigene Institution hat, die sich mit Religion beschäftigt, mit allen Religionen und offen damit umgeht, Kunst akzeptiert von allen, die Kunst wertschätzt in einem Maße, wie es Saudi-Arabien niemals tun würde, fragt man sich natürlich schon, ob deren Modell nicht interessant ist, deren Umgang mit den Menschen. Also sie haben jetzt keine Berührungspunkte mit uns, wir waren mehr als willkommen. Und ich hatte immer das Gefühl, dass man auch immer die Gemeinsamkeiten mit den anderen Religionen suchte und nicht das, was uns ausgrenzte. So bei meinen vielen Gesprächen, auch mit anderen Geistlichen, hatte ich immer das Gefühl und gesagt, wir versuchen die Gemeinsamkeiten zu sehen. Was haben wir gemeinsam? Erstmal unsere geschichtliche Entwicklung. Assyrer. Die Assyrer hatten hier eine intensive Entwicklung, sie sind Teil unserer Gesellschaft. Die Babylonier sind Teil unserer Gesellschaft. Sie haben uns Kunst mitgegeben, die Wissenschaften. Also die Iraner sind stolz auf die Wissenschaften. Und sie bilden auch Ingenieure aus, eigenständig. Das hat auch mit ihrer Sichtweise des Schiitentums zu tun. Das Schiitentum ist eher vernunftorientiert. Es ist offen nach außen. Es gibt den Begriff des sogenannten Ijtihad, der Entwicklung des Geistes im schiitischen Islam. Und das ist übrigens etwas, was den Wahhabiten überhaupt nicht gefällt, weil das im Konflikt steht zu deren Sichtweise. Also die Schiiten sagen, die Vernunft steht im Vordergrund, während die Wahhabiten sagen, das Wort, ausschließlich das Wort steht über der Vernunft. Und das kollidiert miteinander. Das ist übrigens einer der Gründe für diesen Konflikt. Ja, und 4 Wochen haben wir im Iran verbracht. Eine lange Zeit, ne? Es war eine lange Zeit, es war wunderschön. Ich werde den Iran aller Wahrscheinlichkeit nach wieder besuchen. Ich habe auch zum Iran viel Material veröffentlicht, Interviews geführt, auch mit vielen christlichen Geistlichen. Wir haben diese uralte Region besucht, Urmia, ein Gebiet, wo jeder, der einigermaßen Bezug zu seiner Geschichte hat, unbedingt hingehen sollte. Persönlich würde ich mir wünschen, dass mehr Menschen aus Deutschland den Iran besuchen, die Menschen dort kennenlernen, die Gesellschaft in ihrer Vielfalt und von ihnen lernen. Wir können von ihnen lernen. Sie lernen auch von uns, aber wir können auch von ihnen lernen. Wie
Religionen und Gemeinschaft miteinander leben. Ja. Und dann kann man natürlich jetzt über das Atomprogramm diskutieren und ähnliches, was auch immer, aber Frieden funktioniert dort, wo man den Dialog sucht. Mhm. Und im Iran habe ich interessanterweise festgestellt, dass gerade die Iraner die Gesellschaft sehr wohl den Dialog sucht. Nur, was wir oft im Westen machen, sie haben ihre Kultur, wir haben unsere Kultur und wir missverstehen uns. Mhm. Und da kommen natürlich wir ins Spiel, auch vor allem Assyrer, Aramäer, Christen, vor allem die Assyrer, die eine Community haben, die können Brücken bauen. Brücken des Dialogs. Und Brücken des Dialogs haben wir während dieser Tour geschaffen, während dieser 6 Monate, über 40.000 Kilometer. Mhm. Am Ende bin ich in Deutschland angekommen und dachte ich, okay, was machen wir jetzt? Wie geht es weiter? Das ist, Moment, das ist meine Frage. muss ich dich unterbrechen? Ja. Yeah. Wenn du jetzt also diese gesamten 6 Monate wirklich einfach so, ja, wir haben das ja jetzt Revue passieren lassen, das Ganze, und welches Resümee ziehst du denn aus dem Ganzen? Also, der wichtigste Punkt zunächst einmal ist, egal wie wir besuchten, die meisten Menschen sagten zu uns, wir möchten eigentlich nur Frieden haben. Mhm. Wir möchten einen Arbeitsplatz haben, einen Job, wir möchten ein einigermaßen normales Leben haben. Und wir möchten Sicherheit haben. Wir möchten das, was ihr auch wollt, mehr nicht. Wir möchten diese Kriege nicht. Wir möchten diese Konflikte. Und das war die Hauptbotschaft. Und diese Hauptbotschaft ist auch für uns wichtig, um zu begreifen, diese Menschen dort, um es ihnen auch die Chance zu geben, dort zu überleben, müssten wir sie unterstützen, damit sie genau das haben. Bildung, Wirtschaft, Sicherheit. Denn wenn sie das haben, müssen sie nicht fliehen. Mhm. Natürlich braucht diese Region Entwicklungen. Es braucht auch Zeit. Es braucht auch Zeit. Genau, aber das geht nicht von wir heute müssen auf morgen. Immer wissen, derjenige, der hierher flieht, ich bin gegen jegliche Pauschalisierung, ist kein Extremist. Ja, es gibt auch Extremisten unter den Flüchtlingen. Aber die meisten Menschen, die hierher fliehen, machen das nicht, weil sie Extremisten sind, weil sie hier irgendjemanden in die Luft jagen wollen. Sie machen es aufgrund der wirtschaftlichen Verhältnisse und der Sicherheit. Mhm. Nur wenn wir es schaffen, Hand in Hand die Region dort aufzubauen, zu kooperieren, nur dann werden wir es auch schaffen, dass die Menschen dort bleiben wollen, dass sie nicht hierher fliehen müssen, dass sie keinen Grund haben. Mhm. Und ich glaube, dass es auch unsere Aufgabe ist, innerhalb dieses Projektes mit unseren Videos, unseren Artikeln, unseren Bildern, die nicht immer schön sind. Es war nicht alles toll. Vieles war dunkel und vieles war furchtbar und vieles war schrecklich. Aber wenn wir nicht immer am Puls der Zeit sind, bei den Menschen, wie sollen die Menschen hier sie dort begreifen? Mhm. Also es ist unsere Aufgabe als Brückenbauer, es zu erfassen und zum Beispiel ins Deutsche zu übersetzen. Mhm. Und das werden wir auch weitermachen. Das war eigentlich ein Projekt, welches zunächst einmal temporärer Natur war. Aber die Resonanz war dermaßen gewaltig, dass Journalisten auf uns zugekommen sind, Fotografen, Künstler haben gesagt, hey, macht das bitte weiter, hört damit nicht auf. Mhm. Bereist weiterhin, dann macht genau das, was ihr gemacht habt. Besucht nicht nur die Politiker, besucht nicht nur die Geistlichen, besucht nicht die Touristenzentren. Geht direkt zu den Menschen, geht zu ihnen, fragt sie, wie es ihnen geht, zeichnet es auf, veröffentlicht das und zeigt es uns allen und zeigt es den anderen. Mhm. Und das schafft Frieden, Kommunikation und Dialog. Und wir machen weiter. Ja, Simon, das ist schön, dass es weitergeht. Wir bleiben auch dran und wollen natürlich, sind gespannt, was in Zukunft passiert und begleiten euch und als Fernsehsender. Wie kann man denn jetzt die Tour oder die Peacemaker-Tour weiterhin unterstützen? Also aus dem ganzen Projekt ist ein gemeinnütziger Verein geworden, e.V., eingetragen in Süddeutschland. Mhm. Und wir finanzieren uns natürlich auch weiterhin über Spenden, über Investoren und Unternehmen, die uns vielleicht sponsern oder ähnliches. Wenn man auf unsere Webseite geht, peacemakertour.com, da sieht man alle Daten, da sieht man auch alle Etappen, alle Möglichkeiten. Menschen sind herzlich willkommen, uns auch zu unterstützen, auch in den Ländern. Wenn sie sagen, geht bitte dorthin, geht in dieses Land, besucht jenen oder dieses hier, dann tun wir das auch, soweit wir die Möglichkeit dazu haben. Die nächste Etappe führt uns nach Ägypten, dann nach Russland, wir sind nach Moskau eingeladen worden, Israel, Palästina, die Emirate, die Tour geht weiter und wir haben viele Fans gewonnen und ich glaube, dass die meisten Menschen, die das gesehen haben, sagen, wir sind mit dem Herzen mit dabei und wenn wir nicht persönlich mit dabei sein können, dann spenden sie uns 4, 5, 10 Euro, um das Ganze zu finanzieren und damit haben wir doch schon einmal eine gute Grundlage geschaffen. Schön.
Ja, Simon, ich wünsche euch für die Zukunft ganz, ganz, ganz viel Erfolg, dir und deinem Team, weil ich weiß, dass auch ein Team dahinter steckt. Und vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast, dass du uns deine Emotionen, deine Einblicke eben hier erzählt hast. Das ist ganz, ganz toll. Und vielen herzlichen Dank, dass du dabei warst. Ich danke euch. Liebe Zuschauer, wir kommen hier zum Ende unserer Sendung. Ich hoffe, dass wir Ihnen einige Eindrücke über die Peacemaker-Tour vermitteln konnten. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.